Überraschungspartys und verfrühte Babys. In der kommenden Folge von Die Wollnys geht es wieder rund und es wird die ein oder andere Träne vergossen. Kurz nach dem Geburtstag der Wollny-Matriarchin muss Lavinia zur Vorsorgeuntersuchung und Mama Silvia ist mit von der Partie. Immerhin war Lavinia bereits aufgrund von verfrühten Wehen im Krankenhaus. Auch wenn diese sich widerlegten, ist die Familie nun in Habachtstellung. Doch was die Ärztin zu sagen hat, gefällt den beiden gar nicht. Das Baby könnte früher kommen als gedacht. Aber was bedeutet das für Lavinia? Es könnte sein, dass der ursprünglich geplante Kaiserschnitt nun einer verfrühten natürlichen Geburt zum Opfer fallen wird. Das dürfte nicht im Sinne des Wollny-Sprosses sein. Immerhin wollte Lavinia mit dem Kaiserschnitt den Schmerzen der natürlichen Geburt entgehen. Wie das ausgeht, können wir am Mittwoch um 20:15 Uhr bei Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, auf RTL 2 sehen.